So, hallo, jetzt sind wir am Schluss. Ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz, wie das dann am Ende in YouTube aussieht. Zunächst mal, der Adobe Media Encoder ist fertig mit seiner Arbeit. Hier ist alles leer. Und was natürlich jetzt das allererste ist, was wir nachgucken, wir haben jetzt hier eine MP4-Datei. Vorher war es eine MOV-Datei, also das Original und die runtergesampelte Fassung. Und jetzt sehen wir den größten Knalleffekt bei dem Ganzen, ist einfach die Dateigröße. Wir haben 17,28 GB versus 84,4 MB in der runtergesampelten Fassung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das Ganze aussieht. Ich gucke mir das ganz kurz in der Vorschau an. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Ja. Also man kann die ganze Schrift lesen in dieser Größe und das ist also genau das, was ich will. Ich möchte, dass man möglichst lange in möglichst verschiedenen Vergrößerungen alles noch sehen kann und lesen kann. Okay, wie ein Upload bei YouTube geht, wissen Sie wahrscheinlich. Es gibt diese Seite zum Hochladen. Während man hochlädt, darf man schon die Beschreibung schreiben und den Titel und so weiter und auch vor allem die Tags vergeben. Die Tags ist das, wie ihr Video sozusagen gefunden wird, wenn jemand danach sucht. Und deswegen ist die Tag-Vergabe ganz wichtig. Sie sollten gucken, dass Sie da die richtigen Tags vergeben und sich alles Mögliche überlegen, wonach jemand suchen könnte, der dann Ihr Video finden soll. Das muss ich auch immer machen, das ist ein bisschen mühselig. Und dann liegt das Ganze im Channel bei einem rum, wo man sozusagen zu Hause ist in YouTube. Die Vorschau wird von YouTube ausgesucht, die kann man dann nachträglich ändern. Das ist also hier keine besonders glückliche Version. Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Jedenfalls kann man das dann hier abspielen und dann läuft das Ganze. Wir können jetzt hier auch sehen, dass es tatsächlich auch die HD-Variante gibt. Da muss man dann erst ein bisschen rechnen und dann gibt es die HD-Fassung, die man vor allen Dingen auch im Vollbild sieht. Ja. Und das ist eigentlich schon ziemlich gut. Ja. Das ist fast bildschirmfüllend auf meinem Monitor. Und erst recht auf kleineren, wie zum Beispiel meinem iPad, sieht das Ganze dann gestochen scharf aus. Ja, wie macht man das? Die Bilder ganz kurz noch. Wie gesagt, das wissen Sie wahrscheinlich selber alles besser als ich. Sie können jetzt hier dieses Video bearbeiten und da unter anderem auch ein anderes Thumbnail aussuchen. Die sind zwar alle relativ nichtssagend, aber das ist jedenfalls nicht schön. So, ich kann das jetzt hier anklicken. Und noch einmal zu den anderen Einstellungen. Also ich möchte gerne, dass wirklich jeder angucken kann, das ist klar. Auch wenn es eigentlich auf meiner Render-Talk-Blogseite aufgeführt werden soll, soll man es auch bei YouTube ruhig finden. Ich möchte auch, dass jeder mit dem Video machen kann, was er will, wenn er meinen Namen nennt, deswegen Creative Commons Attribution License. Ich möchte übrigens nicht Kommentare haben, weil ich möchte, dass die Interaktion mit mir und über meine Videos sozusagen auf meiner Blogseite erfolgt und nicht hier bei YouTube. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich nicht ständig bei YouTube bin. Es ist eigentlich nicht mein Forum und ich habe keine Lust, dann danach zu gucken, regelmäßig, was da irgendjemand gepostet hat. Also insofern erlaube ich Kommentare auf meiner Blogseite und da möchte ich mich auch konzentrieren können und auch antworten und so weiter. Deswegen ist das hier abgeschaltet. Also nicht, dass Sie denken, nicht. Keine Kommentare, aber das möchte ich gerne konzentrieren auf einen Ort. Save Changes, ja, das ist ganz wichtig. Hier sieht man nochmal, was ich da geschrieben habe. Das ist der Titel, die Beschreibung und das sind die Tags. Tags werden durch Leerzeichen getrennt. Zusammenhängende Wortfolgen werden mit Anführungsstrichen eingeleitet und beendet. Irgendwas vergisst man immer. 4D Layout, was soll das denn? Das ist sicher nicht nötig. So, und nochmal Save Changes. Und wie gesagt, dann kann man sich das alles angucken. Übrigens die Vorschau, wenn Sie die ändern in den Voreinstellungen, dann kann es ein bisschen dauern. Ja, da steht hier, 36 Stunden kann es dauern, bis die Vorschau geändert wird. Okidok, das war's. Noch einmal mein Channel vielleicht, falls Sie das interessiert. Da gibt es noch ein paar mehr Videos. Ich lade jetzt schrittweise immer mehr von dem Zeug hoch, was ich schon habe. Unter anderem auch meine Folge von Videos, wie man CAD-Zeichnungen in Illustrator bearbeiten kann. Ein paar Photoshop-Sachen, noch was aus Archicad, Cinema 4D und so weiter. Ich habe noch eine ganze Menge, was ich an Altvideos, die noch konvertiert werden müssen. Und ich werde jetzt in loser Folge immer wieder neue machen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, wie ich Ihnen das gezeigt habe, wie Sie so Filme erstellen können und wie das mit dem Konvertieren geht.
Ich hoffe auch, dass ich Ihnen damit viel Arbeit abgenommen habe, denn wie gesagt, das herauszufinden hat mich ein paar Tage gekostet. Und vielleicht haben Sie ja Lust, später oder auch jetzt schon selber sowas zu machen. Wenn Sie mal jemand anders was erklären wollen, dann können Sie das ganz leicht mit sowas machen. Aber das wissen Sie ja eigentlich schon. Gut, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, alles Gute, tschüss.